Hallo und herzlich willkommen zu Let's Horror. Mit mir, dem Cassio und mit einem Spiel namens SCP-087 oder 087, je nachdem. Es ist ruhig, es ist dunkel, hier ist eine Tür, die ist zu. Die geht nicht auf. Man könnte sagen, es ist eine Art... Wir sind einfach mal Treppeninspektor und wir müssen jetzt gucken, ob diese Treppen den Sicherheitsbedingungen, die hier so gestellt werden, ne, ob die denen auch gewachsen sind. Und das werden wir tun. Im Grunde haben wir, ich habe mich ein bisschen informiert über dieses Spiel, weil ich mal wissen wollte, worum es hier überhaupt geht. Wir haben hier nichts anderes zu tun, als Treppen hinunterzulaufen. Achso, da ist die Treppe. Und das werden wir auch tun. Oh, jetzt hört man hier mal leichte Geräusche. Okay. Also da sehe ich sie nichts. Also es passiert eigentlich wirklich, glaube ich, auch nichts. Ich weiß nicht, was das Ende, was das Ziel sein soll. Ob man wirklich jetzt hier nur die Treppen runterläuft, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre ein bisschen schade. Da hätte man sich dann wahrscheinlich ein bisschen... Aber gut. Ich meine, ist ja egal. Wir gucken hier einfach mal, warum ich so laufe. Hat einen bestimmten Grund. Das liegt an meiner Maus. Wenn ich die ganze Zeit nämlich immer nur so mache, dann wird sie irgendwann ins Bild kommen. Und davor werde ich mich wahrscheinlich erschrecken. Und das muss ja nicht sein. Deswegen werde ich mich ab und zu mal ein bisschen andersrum drehen. Was war denn das hier? So geht das nicht. Da war Dreck. Ne? Da war Dreck. Wo sind wir denn? Wir sind jetzt in Stage 5. Wir gehen einfach mal ein bisschen weiter runter. Jetzt hört man auch langsam ein bisschen einen dröhnenden Sound, der da kommt. Da muss noch mal ein bisschen geputzt werden hier. So geht das nicht. Alter, habe ich da gerade irgendwie einen Schatten von einem Menschen gesehen? Das wäre aber komisch. Ja, noch passiert hier nichts, ne? Hier ist auch nichts. Ich muss auch mal gucken, wie lange ich das hier jetzt machen kann. Ich weiß, ich hoffe, ich schaffe es bis zum Ende. Wenn es hier ein Ende gibt, ich habe keine Ahnung. Wir sind jetzt in Stage 8. Na, guck mal. Denn es gibt ja noch SCP-087-B und SCP-Containment. Und die möchte ich in diesem Zuge auch zeigen. Das Problem ist, dass ich... Ja, nee, das ist eigentlich kein Problem. Es ist nur so, dass ich ungern dafür eigene Let's Horrors machen möchte. Das ist halt eine Serie. Und... Alter. Sind wir das? Alter, Junge. Mach mal deine Perlen von den Schuhen ab. Ist ja unglaublich. Okay. Ja, noch ist nichts Spannendes hier passiert, muss ich sagen. Wir können springen, das ist aber, glaube ich, auch alles, was wir können. Also als, ich sag mal so, ne? Als Treppeninspektor ist Springen die wichtigste Fähigkeit von allen. Denn man muss eventuell Ratten aus dem Weg springen oder anderen Kreaturen, die einem auf einer Treppe entgegenkommen können. Und deswegen ist das auch enormst wichtig, dass wir springen können. Muss man einfach mal so sagen. Wir hören Atemgeräusche. Sind das Atemgeräusche? Ich muss mal kurz stehen bleiben. Ja. Das sind Atemgeräusche, meine Damen und Herren. Allerdings weiß ich nicht von wem. Sind die von uns oder sind die von irgendwas anderem? Ich habe keine Ahnung. Wir laufen einfach mal weiter. Ich weiß auch nicht, ob hinter uns irgendwas her ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur ein bisschen... Also ich habe mich nur ganz kurz mal... Ich habe nur ganz kurz geguckt, worum geht's hier und das war's. Damit ich nicht ganz unvorbereitet hier reingehe. Ich weiß, es geht, wie gesagt, darum, hier Treppen runterzulaufen. Das war's dann aber auch schon. Wir sind mittlerweile in Ebene 17. Na gut, dann geht es mal weiter. Mal gucken, wie weit wir kommen hier. Muss aber auch ein fleißiger Treppenbauer am Start gewesen sein hier. Meisterhafte Architektur.
Ein bisschen dreckig, ja. Aber, mein Gott. Ne? Nicht unbedingt der schönste Boden, nicht die schönsten Wände, aber da kann man bestimmt auch ein bisschen was machen. Wenn man sich hier mal einen Raumausstatter holt, dann sieht das doch alles ganz schmuck aus. Aber erstmal laufen wir hier weiter. Die Treppe hinunter. Ohne dass irgendetwas passiert. Vielleicht soll das auch der Hintergrund des Spiels sein, dass man sich selber ein bisschen unter diesen Druck setzt. Diese Unwissenheit nagt an einem. 22, nichts ist passiert. Ja. Man weiß aber, es muss irgendwann etwas passieren, aber man weiß nicht wann. Vielleicht ist genau das, worauf die Entwickler oder der Entwickler dieses Spiels gesetzt haben. Dazu kommen natürlich diese Atemgeräusche, dieses Dröhnen. Ja. Das macht natürlich eine bedrückende Stimmung. Das auf jeden Fall, aber das war's erstmal. Wir sind in 25. Oh, da ist meine Maus zu sehen. Das ist natürlich klasse. Ich drehe mich einmal kurz so rum und ja, keiner hat's gesehen. Haha. Ich weiß auch nicht, ich krieg die auch nicht weg. Ich kann machen, was ich will. Das passiert nicht. Die Maus möchte penetrant in den Vordergrund, ja. Die will einfach an die Öffentlichkeit treten und sagen, wie schlecht ich sie behandle. Aber das stimmt gar nicht. Lasst euch da nichts erzählen. Ich drehe mich mal ein bisschen weiter so. Jetzt kann ich mich wieder normal drehen. Ja, wie gesagt, hier passiert ja überhaupt nichts. Und wie gesagt, ich muss auch mal gucken, wie weit ich das hier machen kann. Denn es sollen ja noch die anderen Teile kommen. Vielleicht werde ich dann einfach mal weiterlaufen. Irgendwann passiert was und dann werde ich das mal noch dahinter schnippeln. Ich muss gucken, damit ihr halt das Ende auch seht. Aber SCP-087-B und SCP-Containment, die wollen auch noch Let's Horror werden, wenn man das so sagen kann. Und da muss ich natürlich ein wenig mit der Zeit aufpassen. Denn zu lange möchte ich ja nicht für jedes Spiel brauchen, damit es auch nicht so langweilig wird, wie das hier wahrscheinlich gerade für euch ist. Meiner passiert. Okay, wir sind jetzt 32. So, wir gehen einfach mal ein bisschen weiter. Hier war nur nichts. Oder ich bin nur so blöd und habe nichts gesehen. Das kann natürlich auch sein. Also ich muss sagen, bisher bin ich so als Treppeninspektor nicht so ganz zufrieden. Da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren. Hier sind auf jeden Fall gefährliche Schlaglöcher. Hier, man sieht da, ne? Kratzer drin, das darf nicht passieren. Bei der Eröffnung der Treppe muss das aber weg sein. Sag ich euch. Sonst ist das nicht so schön. So. Oh, was ist da? Ein Schatten. Alter. Okay. Es ist was passiert. In Ebene 35 ist tatsächlich etwas passiert. Ein Schatten erhob sich und verschwand. Mysteriös. Das muss man sagen. So, wir sind in 36. Gucken. Ob hier sonst noch gleich irgendwas passiert, schattentechnisch, nö, hier ist wieder nichts. Also man setzt das echt nur sehr, sehr, sehr dezent ein, möchte ich mal sagen, mit diesen kleinen Schockelementen, wenn man es jetzt mal so nennen möchte. Vereinzelt hier mal da mal so einen kleinen Schatten, auf den, ja, da ist man natürlich dann auch nicht vorbereitet, da erschreckt man sich dann eventuell schon. Aber das ist jetzt nicht das größte Kino überhaupt, ne? Hier schon wieder nichts. Da erschreckt man sich ja mehr vor den Schatten von dem Geländer. Muss ich einfach mal so sagen. Ah, da gehen wir vorbei hier. Ebene 40. Vielleicht verwirren wir das Spiel, weil wir uns immer falsch umdrehen. Das könnte natürlich durchaus möglich sein. Das ist auch der Trick daran. Aha. Quietschfidel, wie wir sind. Also hier ist wieder nichts. Okay.
leuchten wie einfach irgend so ein, weiß ich auch nicht, Leuchtmittel von uns ab. Wir sind vielleicht Horror-Jesus. Wer weiß. Ebene 42. Und immer noch ist nichts passiert. 43 und es passiert weiterhin nichts. Nun gut. Wir laufen auf jeden Fall mal bis 50. Habe ich mir jetzt mal so vorgenommen eben. Wo sind wir jetzt? 45, also noch 5. Ebenen. Mal gucken, vielleicht passiert bis dahin irgendetwas. Man weiß es nicht. Also ich weiß es tatsächlich nicht, weil ich habe keine Ahnung, wie lang das hier geht, wie lang die Treppe ist. Ist die random oder... Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Vielleicht ist das auch der Horror, dass man nicht weiß, wie lang das hier geht. Das kann natürlich auch sein. Also es gibt da wirklich mannigfaltige Erklärungen, warum man das Spiel so gemacht hat, wie es ist. Man hört auf jeden Fall immer lauter werdendes Atemgeräusch. Ich weiß nicht, sind wir das selber oder ist das irgendwas anderes? Ich habe keine Ahnung. Wobei, wenn wir das selber das sind, macht das keinen Sinn, weil wir laufen die Treppe runter und nicht hoch. Aber naja... Man weiß es nicht. Es ist ein Mysterium. Gut, wir sind auf 50. Ich dachte, da steht was an der Wand, aber da steht nichts. Ich würde mal sagen, an dieser Stelle beende ich mal SCP-087. Und wir sehen uns auf jeden Fall in SCP-087-B wieder. Ich werde jetzt... einfach mal weiterlaufen und das Ende dann an dieses erstmal dranhängen, bevor SCP-087-B weitergeht. Aber ich weiß, wie gesagt, nicht, wenn das hier jetzt noch eine halbe Stunde so weitergeht. Naja, dann kann ich euch die anderen ja schlecht zeigen. Und das wäre ein bisschen schade. Weil dafür möchte ich nicht wirklich ein neues Let's Horror machen. Das macht irgendwie, also für mich persönlich keinen Sinn. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns gleich wieder. Weiter geht's. Naja, mal gucken, wo sind wir denn jetzt? 82. Gut, dann werden wir mal weiter runtergehen. Ich bin mal gespannt, ob das Spiel überhaupt ein Ende hat. Vielleicht hat es ja auch keins. Ich werde dann einfach weiter die Treppen hier runterlaufen. Und irgendwann in 3 Jahren werdet ihr mal wieder vielleicht ein Let's Play von mir sehen, aber vielleicht auch nicht, weil ich laufe eventuell noch weiter und dann ist das so. Huch. Was ist das denn? Ist das ein Gesicht? Irgendein Typ? Du siehst komisch aus. So, und damit... Willkommen zurück zum zweiten Teil von SCP-087-B. Der erste Teil ist... Alter, was ist denn hier? Du hast mich besoffen. Der erste Teil hat einfach so geendet. Habt ihr ja noch gesehen. Und dann war es vorbei. Alter, was geht denn hier ab? Okay. Hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Style, muss ich sagen. Also ist ein bisschen gruseliger. Auch wenn man hier gerade nur geradeaus geht. Aber hat mehr... Oh. Können hier um die Ecke gehen. Alter, das sieht ja aus, als ob wir besoffen sind. Ey, was ist denn hier los? Oder wir haben einen Schlag auf den Kopf gekriegt. Kann natürlich auch sein. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ist das Spielprinzip das... Ach du Scheiße. Ja, wo gehen wir denn lang? Ich gehe mal hier lang. Okay, das Spiel hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Schissfaktor als noch der andere Teil. What the fuck? Okay, warte mal. Nö, wenn, dann gehe ich hier lang. Und weiter runter.
Oh, was hier? 3. Hier habe ich irgendwie auch ein bisschen mehr Angst, nicht nach vorne zu gucken. Und ich bin mal vorsichtig. Das macht Gänsehaut auf jeden Fall. Da ist man echt ein bisschen mehr drin als bei nur SCP-087. Das war irgendwie jetzt nicht so krass. Das war wahrscheinlich auch so ein bisschen der erste Try. Und hier hat man gedacht, komm, legen wir mal eine Schippe drauf. Und atmosphärisch gesehen ist das auf jeden Fall schon ein bisschen krasser. Ich weiß aber auch hier nicht, was das Ziel ist. Wir sind jetzt in 4. Wahrscheinlich wird es ähnlich sein. Man läuft hier ein bisschen und irgendwann kommt ein lustig aussehendes Schattenmännchen an der Wand und bumm, vorbei. What? Was war das denn? Alter! Was ist denn hier los? Ich will das nicht. Macht, dass das aufhört, bitte. Alter, ich habe hier habe ich ein bisschen, muss ich sagen, ein bisschen Angst, um die Ecken zu gehen. Wenn ich ehrlich bin. Liegt aber auch ein bisschen daran, dass wir hier gucken. Also die, das, so sehe ich, wenn ich besoffen bin, ja. Muss ich ja mal so sagen. Okay, wir sind jetzt in Level 6. Oder Floor 6 oder Ebene 6 oder Stockwerk 6. Hallo? Huhu. Okay. Ich denke mal, das wird auch so die gleiche Machart sein. Ist ja von denselben. Mehr Psycho-Horror. Man sieht nicht wirklich etwas. Es ist wirklich nur, der Kopf macht da wirklich das Spiel. Man läuft halt hier die Gänge lang. Man könnte sich vorstellen, das hier ist... Ach du Scheiße. Man könnte sich vorstellen, das hier ist ein Keller. Bin ich jetzt noch auf dem richtigen Weg? Scheiße. Ja, aber ich glaube schon hier lang. Hallo? Fuck. Hier geht's nicht weiter. Super. Alles klar, ich bin in eine Sackgasse gelaufen. Moment. Was ist denn hier los? Das war vorher aber nicht so. Alter, hab ich mich. Meine Fresse. Boah, hab ich mich erschrocken. Seid ihr denn bekloppt, ey? Das könnt ihr doch nicht machen. Ich hab Kopfhörer auf, Kinder. Meine Güte. Jetzt habe ich mich eigentlich nur erschrocken, weil auf einmal so ein Sound kam. Mit dem kam ich ja gar nicht klar. Und außerdem war der scheiße laut, ey. Mann. Okay, wir sind jetzt hier in Stage 9. Ich denke mal, das wird ein ähnliches Spielprinzip sein. Ah, hier haben wir wieder ein Fenster. Ich guck da mal nicht durch. Auf jeden Fall finde ich, in dem Spiel hat man es ein bisschen besser gemacht, was die Atmosphäre angeht. Definitiv. Mit den Geräuschen, die ab und zu dazwischen kommen. Mit diesem Durchsagen, möchte ich es jetzt mal nennen. Oh. Ah, okay, man kann sich hier wieder... Ich nehme mal jetzt den Gang, ich habe ja gerade den anderen genommen. Schauen wir mal, wo uns das hier hinführt. Oh. Wollen wir... Ja, komm. Oh, ich bin tot. Hallo und herzlich willkommen noch einmal zu Let's Horror mit SCP. Da unten steht's Secure, Contain, Protect. SCP Containment. Das letzte Spiel, das ich heute testen möchte.
Ich bin bei 087B da runtergefallen, gestorben und dann war das Spiel auf einmal weg. Das macht aber gar nichts, denn hier haben wir nochmal die Möglichkeit zu quatschen. Ich kann quatschen, ihr könnt zuhören, ihr müsst, ihr könnt, wie auch immer. Wir starten mal ein neues Game. Ja, ist doch egal, wie wir das nennen, oder? Komm, wir nennen das mal ganz kurz hier so. Map Speed? Ja, hab ich doch keine Ahnung, Junge. Ist mir doch wurscht. Machen wir einfach Start, komm. Ach, wir müssen noch laden. SCP-079 ist ein Exali Sorcerer Microcomputer Build in 1978. So, wer Kopfhörer hatte, hat sich vielleicht jetzt gerade erschrocken. Bei meinem Husten. Okay. Es lädt. Das finde ich toll und ich glaube, ich werde mal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen und wenn wir fertig mit Laden sind, sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, wir sind bei 100% und damit geht es weiter. Press any key, na klar tue ich das. Oh. Pick up the paper on the desk and open the inventory by pressing tab. Okay, mach ich. Zack. Class D Orientation Lead Feed. Lead Flat. What? Okay, ich... So. Was geht denn hier? Was ist mit den Augen los? Huh. Ach so. Ah, wir müssen blinzeln. Ich verstehe. Wie mache ich denn die Tür hier auf? Hallo? Hallo? Moment, ich verstehe das Spiel gerade nicht so. Alter, was geht denn hier ab? Hä? Ach, mit... Ach, so machen wir die Augen zu. Aha. Interessant. Ihr könnt mich gar nicht sehen. So, aber das bringt uns jetzt nicht wirklich weiter. Class D Orientation. Ah, hier. On behalf. I've got some work for you. Please step out of the cell. Okay. On behalf of the SCP Foundation and our staff, we welcome to you an exciting one-month working period in one of our top secret... Halt die Fresse! Junge! Ey, ich terminate dich gleich mal, ja? Hier! Ja, dann lauf mal. Okay, die Grafik ist ja schon mal atemberaubend. Ich mach einfach die Augen zu. Ich weiß gar nicht, wo ihr hinlauft. Haha! So, ich lauf dir mal hinterher, mein Freund. Mal gucken, was du von mir willst. Ich weiß es nämlich nicht. Moment, lauf nicht so schnell, ich musste die Zeit nochmal neu starten. Ja, ja, ich bin hinter dir. Keine Sorge, keine Sorge. Okay, das ist eigentlich ganz cool mit dem Blinzeln. Ja, ich bin immer noch hinter dir. Ist ja alles gut, Junge. Oh, da ist ja noch einer. So, und nu? Ich bin irgendwie voll klein im Gegensatz zu euch. Nee, ich gehe mal wieder hoch. Hallo? Soll ich weiter? Ich gehe mal einfach weiter, ne? Secure, contain. And protect. Oh, wir sind im Gefängnis, okay. Class D. Attention all Class D personnel. Please enter the containment chamber. Was ist das denn für ein Ding da? Das sieht ein bisschen... Sieht komisch aus. Please approach SCP-173 for testing. Seems to be a problem with the door control system. The door isn't responding to any of our attempts to close it. So, please maintain direct eye contact with SCP-173. Ah! Alter! Okay. Am Arsch, wir sind tot? Wie, wir sind tot? Ich guck doch. Okay. You died. Ja, gut. Dann machen wir nochmal von vorne. Ja, ist doch nun scheißegal, wie ich mich hier nenne. Wir nennen uns immer gleich, so, mein Gott. Ach, Map Seed. Ach so. Ah, okay, das sind immer neue Maps, alles klar. Das hat auch einen gewissen Hintergrund, dieses Spiel. Ich verstehe. Wir haben hier wieder... Okay, diesmal lädt es ein bisschen schneller. Ich hoffe, das bleibt auch so. Bei 45 hängt es immer ein bisschen, ne? Aber macht nichts. Okay, diese komischen, knuffigen Säckchen... sind böse, böse Monster. Und wenn wir ihnen in die Augen schauen, dann können sie uns überhaupt nichts anhaben. Okay, ich weiß Bescheid.
Press any key? Ja, das tue ich. So, hier haben wir wieder das Ding. So. On behalf of the SCP Foundation and our staff, we welcome you to an exciting one-month working period in one of our top-secret research facilities. Unfortunately, the exact... Ach, halt die Fresse, Junge. D9341, so, das konnte ich wenigstens so... Ja, komm, jetzt hier, ich lauf vor. Warte mal. Ja, ja. Na, 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 vielleicht solltest du mir mal folgen. Ach, guck mal, der geht einfach weg. Wrong way. Get over here right now. What wrong way? Hier ist doch richtig, Junge. Hier ist doch nix wrong way. Du bist wrong way. Ich dachte aber, okay, man macht ab und zu mal lieber die Augen zu, bevor hier, weißt du, man macht hier mal ein bisschen Augen zu, damit man sich da ein bisschen... Moment. It seems to be locked. Okay. Und was sollen wir da drin jetzt machen in dem Raum? Sollen wir dann... Achso, wahrscheinlich abhauen, ne? Aber das steht ja noch hier einfach so rum. Hey, du. Wollen wir Freunde sein? Anscheinend nicht. Ich mach einfach ganz schnell Blinzel, 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 damit wir gleich volle Power haben, wenn das Ding kommt. Okay. Ah, wir können auch rennen, alles klar. Ich gehe einfach schon raus. Mhm. Okay. Please maintain direct eye contact with SCP-173. Alter. Okay, da sagt er es auch gerade, wir sollen Augenkontakt halten mit dem Vieh. Ey, mach die Augen auf, du Spatten. Alter, okay, wie komme ich jetzt hier weg? Was? Ach hier. Oh, was haben wir hier? Ich habe keine Ahnung. Okay. Gibt's hier auch Waffen oder so? Jetzt haben wir eine Gasmaske. Na super, ey. Was will ich mit einer Gasmaske? Sind wir hier The Machine oder was? Immer schön gucken, damit niemand guckt. Hallo. Na, wie geht's dir? Ich bin wieder weg. Alles ist gut. Oh. Oh. Moment, ich will hier rein. Tschüss. Nein, push. Nein, verdammt. So. Du kommst ja gar nicht durch. So. Hoffe ich zumindest. Verdammt, jetzt komme ich aber auch nicht mehr raus. Kann das sein? Scheiße. Das wäre jetzt blöd. Ist das Ding jetzt genau... Jetzt kann das wahrscheinlich hier vorstehen, ne? Ich würde mal einfach sagen, ja. Ach nee, da ist es. Alles ist gut, mein Freund. Alles ist gut, mein Freund. Ich mach mal die Tür hier zu. Aber sei nicht traurig, wir sehen uns irgendwann wieder. Oh nein, ich habe die Tür zugemacht, aber leider die falsche. Das macht aber überhaupt nichts. Ja, du kannst gern mitkommen. Wir können ja Freunde sein, wenn du möchtest. Hallo. So. Nein! Ich guck dir in die Augen. Nein, ich bin tot. Verdammt! So ein Rotz. Naja. Ich würde mal sagen, das reicht aber eigentlich auch schon, um euch ein bisschen zu zeigen, worum es bei SCP Containment Breach geht, wie es hier steht. Secure, Contain und Protect. Ja, mein Fazit. Das erste Spiel habe ich, glaube ich, am längsten gezockt, muss ich sagen, aber ich habe danach um... Also das erste Spiel fand ich echt am schlechtesten, weil das irgendwie gar keinen Sinn gemacht hat. Man ist immer nur eine Treppe runtergelaufen, okay, es war dunkel, man hat Atemgeräusche gehabt und ab und zu mal ein Schätzchen auf der Wand. Das Ende war irgendwie ein bisschen, ja, lächerlich. Da hätte man sich vielleicht irgendwas anderes einfallen lassen sollen, dafür keine Ahnung. Das zweite Spiel, SCP-087-B, fand ich dagegen schon um einiges besser, weil es einfach mehr Atmosphäre hat. Das habe ich aber auch nur ganz kurz gespielt. Ich wollte es auch nicht zu lange machen. Habe ich im ersten ein bisschen verkackt. Naja, gut, kann passieren. Fand ich von der Atmosphäre viel geiler. Die Musik hat besser gepasst. Man hat ab und zu wirklich Geräusche, nicht nur komisches Atmen, reingeschmissen. War einfach besser. Das Spiel fand ich auch nicht schlecht. Okay, die Grafik ist jetzt nicht die hübscheste, muss man einfach mal so sagen.
Aber es war nett. Durchaus. Also, ich meine, man muss diesen Teilen, wobei die hätten sich vielleicht andere Monster aussuchen sollen, weil die sehen irgendwie knuffig aus. Die sehen aus wie Sackboy. Die haben Ähnlichkeit mit Sackboy, nur ein bisschen größer und einen anderen Kopf. Aber sonst könnte das schon passen. Man muss den halt immer in die Augen gucken. Problem dabei ist natürlich, man selber muss blinzeln, so. Gibt da elementaren Unterschied, das muss man durchaus sagen. Und blinzeln tut man unwillkürlich und zwinkern macht man willkürlich. Das eine ist gewollt, das andere ist ungewollt. So, das habe ich euch mal ein bisschen aufgeklärt. Lernt ihr auch noch was bei mir, ist doch super. Auf jeden Fall war SCP Containment war nicht schlecht, war okay, also war ganz lustig gemacht, aber so horrormäßig fand ich es jetzt nicht. Nö. Da fand ich den zweiten Teil noch am gruseligsten. Gruseligsten. Der war gruseliger als die anderen, sagen wir es mal so. Das war dann auch schon Let's Horror für diese Woche. Bewertet das Video, kommentiert das Video, gibt mir Anregungen für weitere Spiele, die man spielen könnte. Im Let's Horror Format. Wie gesagt, es ist random, was für Spiele kommen. Ich lasse mir das random raussuchen. Ich habe darauf keinen Einfluss, ich möchte darauf auch gar keinen Einfluss haben. Und ich lese mir auch nichts zu den Spielen durch. Damit ich halt, ja, ne, das wirklich blind spiele und dann mich auch erschrecke, weil wenn ich weiß, wo, welches Monster, wie, wann, wo und weshalb auch immer kommt, glaube ich, ist das ein bisschen langweilig. Aber wie gesagt, kommentiert, bewertet, Daumen hoch, Daumen runter, wie ihr das möchtet. Gebt mir vielleicht Tipps, ihr könnt auch mir gerne Spiele schreiben, die Free-to-Play sind, die man in so einem Format zeigen kann. Ich bin jetzt aber raus, das Video geht knapp eine halbe Stunde, na ein bisschen kann ich ja noch reden, damit es wirklich eine halbe Stunde geht. Nein, ich bin raus, ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Bis zum nächsten Freitag. Ich wünsche euch natürlich ein schönes Wochenende. Seht euch das erste Video nochmal an oder ein anderes Let's Play. Bis dahin, haut rein natürlich. Und jetzt sind wir über 30 Minuten. Ne, wir sind glaube ich sowieso über 30 Minuten. Ist ja Quatsch, was ich erzähle. Ich habe ja manchmal die Uhr gar nicht laufen lassen. Hahaha, verdammt. Naja, egal. Haut rein, Leute.